Leute, Giftbox Nummer 2 oder Gift Collection Nummer 2 und ich sage mal, ja, schon fast frohe Weihnachten, was? Ja, Leute, eigentlich könnten wir hier ein bisschen ja, Weihnachtsmusik einspielen, was? Wir haben schon Mitte Dezember. Uah. So, diesmal schneide ich das Ding auf. Ich habe das letzte Mal so gestruggelt hier mit dieser Verpackung und selbst jetzt wird es wahrscheinlich noch schwierig. Nee. So, also diese Gift Collection, sehr, sehr schönes Produkt. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen was gezogen daraus und deswegen mache ich das hier gleich mal auf. Wir gucken mal wieder rein. Also wir haben hier wieder dieselben Sleeves, also es sind immer die gleichen Sleeves. Am Anfang war noch nicht so ganz bekannt, ob es da verschiedene Sleeve-Varianten gibt, aber es sind immer die gleichen Sleeves und es ist auch immer die gleiche Deckbox, was ich jetzt tatsächlich gar nicht schlimm finde. Allerdings bekomme ich ja noch ein paar mehr von diesen Giftboxen und ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Deswegen überlege ich, ob ich nicht einfach hier diese Gift-Collection-Sets ein bisschen an euch verlose. Das muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das mache. Allerdings kann ich irgendwie 2 oder 3 davon an euch abgeben. Natürlich ohne Booster, aber eine Deckbox und ein paar Sleeves sind doch auch immer was Schönes. Gerade wenn man es umsonst kriegt, was? Wir haben hier wieder unsere 4 Packs. Und jetzt weiß ich natürlich auch, warum sich das beim letzten Mal aufmachen so seltsam angefühlt hat. Denn hier sind nur 8 Karten drin pro Pack. Macht natürlich Sinn, dass die Booster dadurch viel, viel leichter anfühlen. Also wenn man gewohnt ist, normale Booster mit 12 Karten aufzumachen, dann kennt man das Gewicht so ein bisschen. Und hier sind die Booster natürlich deutlich leichter. Da haben wir es schon mal hier. Bardock Search of Inspiration. Also ich finde dieses Set absolut nice. Es sind so, so geile Karten hier rauszuziehen. Und man kriegt eigentlich fast immer sein Geld, was man... Oh yes, guckt euch das an, Leute. Das ist auch eine Money-Karte hier, ist richtig schön. Also war mal eine Money-Karte. Und dahinter haben wir Bardock Fully Unleashed in der alternativen Artwork Reprint-Variante. Aber Leute, schaut euch das an. Hier in Foil, sehr, sehr geil. Und Bardock Fully Unleashed. Alternatives Artwork. So, kommt hier hin, kommt da hin. Also es gibt so viele verschiedene Karten, die man hier eigentlich in der alternativen Artwork-Version rausziehen möchte. Und man hat hier eigentlich immer sein Geld wieder raus. Ja? Man zahlt 25 Euro für so eine Giftbox. Und dann gibt es hier so ein paar Reprint-Karten, die auf dem echten Markt... Yeah, Leute, Alter, guckt euch das mal an, das ist eine Secret Rare. Leute, das ist eine Reprint-Variante von der Secret Rare aus BT8. Super Saiyan 4 Vegeta Peak of Primitive Power. Natürlich jetzt ohne Goldfoiling. Ja, aber diese Karte gibt es auch in einer alternativen Artwork-Variante hier in diesem Set. Ja, mit richtig viel Gold. Und richtig nice. Das ist jetzt die... Ich freue mich, Leute. Also das ist jetzt... das ist nice. Die habe ich selber nicht. Im Original hat die natürlich überall hier, wo diese blauen Verwirbelungen sind, hat die Goldapplikation. Die Schrift ist natürlich auch Gold. Hat überall goldene Ränder. Und... aber trotzdem, ich feiere es, Leute. Die ist jetzt nur in Foil. Ihr seht das so ein bisschen. Aber... Nice Karte. Ist eine Secret Rare. Leute, wir haben eine Secret Rare gezogen. Ich feier's. Yes. Yeah. Da haben wir, Alter, Super Saiyan Bardock Fighting Against Fate in der alternativen Artwork-Variante, Leute. Geil. Das ist auch eine Money-Karte. Leute, ich glaube, jetzt haben wir hier eine Secret Rare rausgezogen, die normalerweise, ich würde mal sagen, so zwischen 100 und 120 Euro noch kostet. Ja, und dann haben wir hier Super Saiyan 4 Bardock Fighting Against Fate, die Overrealm 6 Dual Attack mit 25k Power gezogen, die ich auf jeden Fall für mein Deck brauche und in der alternativen Artwork-Variante, Leute. Und das ist auch eine 20-Euro-Karte.
Und das feiere ich gerade richtig. Also wir haben das Geld, was wir hier in diese Deckboxen oder in diese Gift Collections reingesteckt haben, haben wir definitiv raus. Schaut euch mal diese Karte an, Alter. Geil. Das ist richtig nice. Ich feiere es gerade richtig hart. Ich brauche noch mehr von diesen Gift Collections. Oder Leute, machen wir ein Display auf? Ich glaube, wir machen ein Display auf. Secret Rare. Secret kriegt natürlich direkt einen Sleeve. Und hier mein schicker kleiner Bardock hier kriegt auch natürlich direkt einen Sleeve, ne? So, ab damit in die Tüte. Weiter geht's. Yes, Alter. Secret Rare da. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und dann auch noch auf diesem, ja, Reverse Holo-Slot, wie man bei Pokémon sagen würde. Final Spirit Cannon. Oh, ich feier's, Leute. Ich feier dieses Set. Das ist der Hammer. Saiyan Technique Great Ape Vegeta Android 17. Und da haben wir Trunks. Ey, Helping Blast. Da haben wir die alternative Artwork-Karte im letzten Set gezogen. Sowie auch davon. Und dahinter haben wir hier Vegeta Striving to be the Best aus TB3. Die Feature Rare-Karte in der Reprint-Variante Foil. Und dahinter haben wir eine Kamen aus BT8 und das ist Super Kamehameha in der Reprint-Variante. Goldfoiling hier drauf. Ich hoffe, ihr könnt das richtig schön sehen. Oh yeah. Sehr schickes Artwork, sehr schön viel Gold. Das Foiling, ja, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also die Karten sind sehr, sehr gelungen, sehr, sehr schön. Allerdings sind hier keine Texturen drauf. Also es ist einfach nur Plains Foil mit Gold. Und wenn hier noch ein bisschen Textur drauf wäre, das wäre natürlich... Also das würde den Rahmen sprengen. Da würde Bandai echt den Bogen abschießen. Bandai, für das nächste Premium Set hier, Mythic Booster Nummer 2. Vielleicht als kleiner Tipp. Macht noch ein bisschen Textur auf die Karten. Ich glaube, dann flippen die Leute aus. So, Leute, letztes Pack für heute. Boah, komm raus. So, nice. Promo Nummer 198. Son Goku Instinct Surpassed. Gibt es natürlich auch in der alternativen Artwork-Foil-Variante. Und die brauche ich auf jeden Fall. Come on. Supreme Kai of Time. Lights Guide. Mhm. After Image Technique, dann haben wir Son Goten Awakening, The Beast, Super Kamehameha, Broly, Astonishing Potential und dahinter, yes, Alter, Reprint, alternative Artwork, Reprint, Broly, Search of Brutality, Leaderkarte, Broly Search Leader in der alternativen Artwork-Variante. Sehr geil. Also diese Giftbox. So Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genug Sleeves an Hand. Falls ihr euch fragt, welche Sleeves ich benutze für die Karten. Also ich benutze immer die Ultra Pro Penny Sleeves. Ja, da kriegt ihr 100 Stück für einen Euro ungefähr. Easy peasy lemon squeezy. Und da kommen die einfach rein. Ihr seht das. Zack. So, da haben wir Broly Astonishing Potential gezogen hier. In der Vollversion, sehr, sehr schön. Vegeta, Striving to be the Best, Vollversion. Feature Rare aus dem Team Booster Nummer 3. Ich wollte gerade Colossal Warfare sagen, ist aber Clash of Fates. Natürlich aus Clash of Fates zum Broly-Film. Dann haben wir hier, yes, darüber freue ich mich natürlich sehr. Super Saiyan Son Goku Beyond All Limits in der Vollversion. Die Karte gab es vorher nur in Non-Foil. Dann haben wir natürlich hier unseren Pull. Super Saiyan Vegeta Peak of Primitive Power Secret Rare Reprint. Non-Foil natürlich, aber... Also ist Foil, aber keine Gold-Applikation. Ich feiere es trotzdem, Leute. Hier schöner, ja, Secret Rare Reprint. Wahnsinn. Ja, und schon nur mit diesem Pull haben wir wahrscheinlich hier unser Geld für die Giftbox schon wieder raus.
Die ist auch ein bisschen was wert. Ne? Hier haben wir noch Bardock Fully Unleashed. Super Kamehameha, sehr schöne Variante. Dann haben wir natürlich hier noch den Pull des Tages mit der Secret Rare zusammen. Super Saiyan 4 Bardock Fighting Against Fate in der alternativen Artwork-Variante. Wobei ich sagen muss, die Original-Variante gefällt mir besser. Bekomme ich auch noch. Habe ich hier auch schon rausgezogen, wie gesagt, in einem Livestream mit dem guten Ümit. Und hier haben wir nochmal Broly Search of Brutality, die Search Leader Karte. Das Ganze in dem alternativen Artwork. Leute, ich feiere das Ganze hier, wie ihr merkt, Gift Collection mit den Mythic Boostern. Also ihr zieht hier einfach wirklich nur geile Sachen raus. Ja, Karten, die muss man haben, die möchte man haben. Da wart ihr schon immer auf der Suche nach. Wenn euch das alles hier gefallen hat, dieser Pull oder einer der anderen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Wir versuchen immer noch die 500 Abonnenten zu erreichen, Leute. Macht mir ein Weihnachtsgeschenk und knacken wir die 500. Damit sage ich, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich versuche bald mal wieder was rauszuballern und haut rein.